begrüße Sie. Directing Games ist das Thema. Da geht es ja eigentlich immer darum, wie kommt man eigentlich von der Idee, die wir alle irgendwie immer haben, wir haben ja immer ganz, ganz viele Ideen, dazu, dass man spielen macht. Und jetzt versucht man natürlich gerne so aus Managementstrukturen her immer wieder so Chaos zu reglementieren, weil man Angst vor Chaos hat. Cubicles sind so eine schöne Version davon, was man mit Grafikern gerne macht, so in Asien und so. Funktioniert nicht wirklich gut, denn dieser Wunsch nach Kontrolle ist eigentlich immer eine Illusion. Denn Chaos lässt sich nicht kontrollieren. So. Dabei braucht man das auch gar nicht, denn Medienkünstler managen Chaos. Die haben nicht nur die Ideen, die bringen sie auch aufs Papier. So, dabei passiert eigentlich Folgendes. Wenn man sich dann mal so ein bisschen umguckt, dann finden wir Leute wie George Lucas, James Cameron, die eben halt im Filmbereich genau das gemacht haben. Die haben das Studiosystem umstrukturiert damals zur Zeit des neuen Hollywood. Und das war eben halt eine ganz, ganz spannende Sache. Denn dabei hat man sich gefragt, was wollen wir eigentlich machen? Und im Bereich Games, ich nehme mal StarCraft 2 zum Beispiel, hat eine hohe Qualität. Die wenigsten Firmen können sich es leisten zu sagen, 1989 bringen wir StarCraft 1 raus. Warten wir mal bis 2010, bis wir dann StarCraft 2 rausbringen. Blizzard hat es gemacht. Warum? Weil sie gesagt haben, Qualität ist für uns das Wichtigste. Wenn sie ein Casual-Game machen, geht es eher darum, dass sie was Kleines machen, was schnell rauskommt. Dann ist Zeit eben halt ihr entsprechender wichtiger Punkt. So, das heißt, wenn Sie eine Idee haben, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, was Sie entwickeln wollen. Was hat Priorität? Die Zeit, die Qualität, der Inhalt in irgendeiner Form. Also das muss man sich immer wieder fragen. Und da muss einem ganz, ganz klar sein, dass bei Games, das liest man immer, bei Games geht es grundsätzlich nur um Gameplay. Das ist eine falsche Aussage, das stimmt nicht. Denn Gameplay ist ein strukturelles Element, ist ein Bereich. Was wir verstehen müssen, ist, dass wir bei Games eine Kunstform haben, so wie Film. Und dabei geht es darum, Kunst miteinander zu vermitteln. Art, Musik und Sound, die Programmierung. Gameplay als strukturelles Element, ähnlich wie die Montage beim Film. Und natürlich auch Storytelling, wenn es ein Game eben halt ist, was eine Geschichte hat. So. Also was ist Game Design? Game Design ist die kreativ leitende Schnittstelle in die Entwicklung. So, und das Ziel ist es, dass wir etwas Interaktives machen wollen, eine interaktive Erfahrung vermitteln wollen. So, und das, was ich ausbilde an der MHMK, geht auf meinen Hintergrund zurück eben halt, weil ich irgendwann gesagt habe, so, wir brauchen Kontrolle über das, was wir als Künstler machen. Der Produzent darf gerne dem Regisseur auf die Finger hauen, wenn er seinen Rahmen verlässt. Aber bis dahin hat der Regisseur die Kontrolle. Und der Autor ist derjenige, der es vorher entwirft. So, und das kennen wir jetzt aus dem Bereich der Autorenfilme. Das fängt bei den Franzosen bei Truffaut an und wie gesagt, geht bis ins neue Hollywood weiter. Denn letztendlich sind auch Leute wie Lucas und Cameron eigentlich Autorenfilmer gewesen, die gesagt haben, wir füllen das als Funktion aus. Autor, Regisseur und Produzent. So behalten wir die Kontrolle über die Inhalte. So, und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, wir brauchen eben halt eine Systematik, wo wir Sachen an eine Entwicklung weitergeben können. Wenn wir denn unsere Idee haben, wenn wir unsere Vorstellung haben, wie unser Team aussieht. So, und das bedeutet, der Konzeptautor denkt sich aus, wie das Ganze aussieht. Der Game Director vermittelt es an Grafik, Programmierung und so weiter. Und der Produzentenanteil, das kann ja auch alles die gleiche Person sein, das sind ja hier Funktionen, gibt das an Finanzierung, Marketing und Vertrieb weiter. Damit gibt es auch eine Verlagerung des Kräfteverhältnisses. Das heißt, dass auch Marketing, Finanzierung, Vertrieb nicht diktieren können, können sie auch gar nicht, denn sie wissen nicht, wie eine Medienform funktioniert, sondern dass sie dem Produzenten zuarbeiten. Ist ein spannendes Modell, spart in der Regel Entwicklungskosten. So, das ist das, was ich ausbilde. Da kommt die große Frage, jetzt will ich ein Spiel machen, habe irgendwie eine Idee, will sie ausarbeiten. Früher hat man gesagt, ja, wir brauchen ein Game Design Dokument, das dann irgendwie so 500 Seiten hat. Hat kein Mensch gelesen. Programmierer haben gesagt, ich habe irgendwo bei Version 0.5 aufgehört. Das funktioniert nicht. Also muss man sich mal fragen, welche Sprache spricht denn der jeweilige? Ein Musiker funktioniert anders als ein Grafiker wieder völlig anders als ein Programmierer und Marketing und Vertrieb sind noch eine ganz, ganz andere Schiene. Ist toll, wenn man auf der jeweiligen Art und Weise gut miteinander reden kann. So, dabei muss man wissen, Game Design Dokumente sind keine Ideensammlung. Game Design Dokumente sind Arbeitsaufträge. Genauso wie in einem Drehbuch grundsätzlich keine Idee drin steht. Da steht drin, was passiert, das, was wir machen wollen.
So, und wenn wir das wissen, dann geht es eben halt darum, sie in der richtigen Form auszuarbeiten. Es geht nicht darum, tolle Ideen zu haben. Haben wir alle. Ne? Wenn wir unter der Dusche stehen, haben wir in der Regel alle irgendwie genug Ideen, wo wir sagen, hey, toll, sollte ich mal aufschreiben und irgendwann mal ein Buch rausmachen. Bis wir dann beim Frühstück sind, haben wir es meistens wieder vergessen, was war gerade unsere große tolle Idee war. Also brauchen wir irgendwie einen Weg, Ideen zu managen. So. Und dieses Ideenmanagement macht man durch eine Entwicklungspipeline letztendlich. Man fängt an, eine Idee auszuarbeiten. Man filtert sie, man schreibt Treatments, Exposés und wird dann immer wieder detaillierter. Das sind so diese iterativen Designprozesse, in Wiederholungen arbeiten, in Schleifen arbeiten. So dieser Wunsch nach, wir brauchen das perfekte Konzept von Anfang an, ist völliger Blödsinn, funktioniert sowieso nicht und ist reine Geldverbrennung. So, das heißt, wenn man mit diesem Modell arbeitet, hat man eine Idee, man setzt es um, dann bewertet man es und kommt dann in die nächste Ebene rein, wo man dann auf der Basis der Bewertung die nächsten Details wieder mit hinzufügt. So, meine Steckenpferde dabei sind eben halt zu sagen, so, ich will Interactive Storytelling machen, ich will rasante Action präsentieren, ich will Welten erschaffen und das Ganze eben halt über diesen Ansatz der Regieführung, Game Designer als Regisseur. So. Ein paar Designbeispiele aus meiner eigenen Zeit noch. So ungefähr sah Sacred aus damals, als es 2004 rauskam. Der Weg dahin war allerdings ein ganz anderer. Das fing damit an, dass ich dann zum Beispiel ein Kalenderfoto gefunden habe und das dann dem Level-Designer gegeben habe und gesagt, so, das Flair möchte ich haben. Ich möchte gerne, dass das Eis ungefähr so aussieht. Ich möchte, dass der Fluss sich so organisch durchs Land frisst eben halt. Habe ein großes, grobes Layout abgegeben, wie das, wo welche Bereiche sein sollen, und habe ich gesagt, viel Spaß. Und das funktioniert gut. Grobe Ideen vorgeben, den Leuten Platz lassen, dass sie ihre eigene Kreativität mit reinbringen können. Das ist Game Design, das andere ist Level Design. Wird gerne auch verwechselt. Anderes Beispiel. Items, Menüs, all solche Sachen. Da kommen natürlich Ideen mit rein. Ne? Also wenn man zum Beispiel hier einmal beim Startmenü guckt, bei Sacred gab es eben halt verschiedene Charaktere. Das hat einen Grund, warum die Vampirdame im Schatten von der Pflanze steht, wenn das Sonnenlicht einfällt. Den Grund kennen wir alle. Vampire mögen kein Licht. So, es gibt auch einen Grund, warum der Stein von den beiden Elfen ein gemeinsamer Stein ist. Es gibt eine versteckte Liebesgeschichte. Also all solche Sachen kann man da schon mit einbauen. Da fängt Regie natürlich auch an. So, auch hier gilt natürlich wieder, das obere ist Game Design, das untere ist die Umsetzung durch die 3D-Artists. So, Storytelling, auch so ein Beispiel. So ungefähr sah das für den Spieler aus. Irgendwo stand eine Figur, die hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf gehabt, ich konnte mit der Maus drauf gehen, dann veränderte sich der Cursor eben halt in eine Sprechblase, kennen wir auch. Dann wissen wir, ah, mit dem kann ich reden, klicke ihn an und kriege einen Text eingeblendet. Wunderbar. Auch das an dieser Stelle ist hier Game Design, nämlich in irgendeiner Tabellensammlung, in der IDs für die Strings drinstehen und dann die eigentlichen Texte kamen. So. Oder auch sehr, sehr schön, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer so damals das Drehbuch gewesen, denn dieses Drehbuch ist folgendermaßen entstanden. Ich habe das Ganze auf dem Papier halt geschrieben, habe mit Pseudocode gearbeitet, habe gesagt, so, das und das soll umgesetzt werden. So, jetzt die schönste Idee war eben halt so, das soll so aussehen wie ein Buch. Und dann macht der Spieler das auf, indem er eben halt, Moment, ich gehe mal zurück, unten auf das Logbuch klickt und dann haben wir das gemacht und kein Spieler hat das Ding mehr zugekriegt. Warum? Weil die Logik halt war, wenn ich auf den Button klicke, dann geht das Logbuch auf, klicke ich wieder drauf, geht das Logbuch zu. Klingt logisch. Der Haken war, wir sind es so sehr gewöhnt, dass wir irgendwo oben auf das X drücken oder, wie ich jetzt gelernt habe, bei den Macs eben halt auf die Drei-Punkte-Reihe. Das ist so eine Logik, die wir uns einfach angewöhnen. Bestimmte Lesarten, die wir im Laufe der Zeit mitnehmen. So. Aber wie gesagt, das ist Game Design, nicht das andere. Was ist die Erkenntnis daraus? Die Erkenntnis ist eben halt, dass wir Arbeitsaufträge brauchen, die verständlich sind. Dazu gibt es ja auch gleich um 16 Uhr noch meinen Workshop. Also wer da reinschnuppern möchte, wir werden uns auf eine Raumstation begeben. So. Letztendlich heißt das aber, der Game Designer ist eine eierlegende Wollmilchsau. Das ist natürlich jetzt auch nicht
jeder. Das heißt, da gibt es viele farbige Abstufungen. Es gibt auch Game Designer, die sagen, nein, ich möchte im stillen Kämmerlein arbeiten und die Sachen an den Projektleiter abgeben. Deswegen ist es eben halt wichtig zu sagen, man guckt, welche Charaktereigenschaften kommt man auch noch mit, natürlich mit hinzu und welche prägt man im Laufe der Zeit aus. So. Grundsätzlich gilt aber, als Game Designer interessiere ich mich für alles. Ich habe viele Ideen und das heißt, ich gehe ins Theater, ich lese Bücher, ich interessiere mich für Geografie. Warum? Weil ich damals geguckt habe, wie baue ich die Welt von Sacred auf? Ich habe mir aus dem Schulbuch dann tatsächlich nochmal die ganzen Sachen mit den Höhenstufen geholt, damit ich mit dem Level-Design darüber reden konnte, hey, lasst uns doch die Höhenstufen so und so aufbauen, lasst doch hier so und so viel Nebel auftauchen und so weiter. Es geht um Physik. Kleine, schöne Spielchen. Funktionieren am besten, wenn man nicht irgendwie versucht, irgendwas darzustellen, sondern wenn man tatsächlich sagt, so Geschwindigkeit ist eben halt Strecke durch Zeit. Wenn man das noch aus dem Physikunterricht weiß, hilft das. So. Oder eben halt tatsächlich Bereich der Biologie. Ist übrigens eines der spaßigsten Projekte gewesen, das ich gemacht habe, weil die Zielgruppe der 10- bis 12-jährigen Mädchen sehr, sehr dankbar ist. Da kriegt man dann sehr, sehr nette Briefe. Ist eine andere Reaktion als so die Foren-Trolls bei den Erwachsenen-Titeln, die erstmal grundsätzlich mal meckern. Fand ich hier ganz toll. Da war eher so, ha, toll, die kleinen netten Tiere. Gleichzeitig geht es natürlich darum, Verantwortung beizubringen. Also man hat auch eine Aufgabe natürlich, bei der man eine Verantwortung mit übernimmt. So, dabei geht es natürlich immer darum, dass man auch Medientheorien anwenden kann. Jeder Filmemacher kann das. Jeder Filmemacher kennt Medientheorien. Da setzt sich der einfach gerne mit auseinander. In der Games-Branche hakt das da immer noch so ein bisschen. Da ist meistens so eine Sache, brauchen wir nicht. So, das heißt, es geht darum, wie man Geschichten aufbauen kann. Ich habe noch ein paar andere Beispiele, die sind jetzt aus den Games-Romanen, ist aber die gleiche Logik gewesen wie bei den wie in der Spieleproduktion. Ich habe mir damals gesagt, so, ich möchte was zu Far Cry 2 schreiben. Far Cry 2 war ein Shooter, der in einem Bürgerkriegsszenario in Zentralafrika spielt. Da habe ich mir gesagt, okay, gefährliches Thema, muss man vorsichtig rangehen. Mein erster Gedanke war, ich wollte eine weibliche Protagonistin haben und habe dann eine Tierärztin genommen. Hängt damit zusammen, dass ich als Vierjähriger solche Serien wie Daktari gesehen habe und habe eben halt dann einen Lara Croft-Ansatz eben halt dann zu meiner Paula hingebracht. So, dann habe ich mich natürlich gefragt, wo spielt das Ganze? Habe mir angeguckt, wie sieht die Region aus? Das Schlimmste, was man tun kann, ist, dass man irgendwie Fantasieideen einfach anwendet, weil man sagt so, ja, keine Ahnung, Zentralafrika ist grundsätzlich Dschungel. Es gibt Bereiche, da ist Dschungel, es gibt andere Bereiche, da ist Wüste. Da muss man gucken, da muss man auch recherchieren. Also Recherche gehört mit dazu. Dann, Bürgerkrieg in Zentralafrika ist auch ein kritisches Thema. Da sind sehr, sehr viele Sachen passiert, mit denen man sich auseinandergesetzt hat. Und was man tun sollte. In den Romanen habe ich das getan, in den Spielen ist auch mein Kritikpunkt daran, passiert das nicht so viel. Da ist der Filmbereich weiter, muss man sagen. Dann geht es darum, Charaktere brauchen Namen. Wie kriegt man die hin? Indem man zum Beispiel mit Telling Names arbeitet. Telling Names sind Namen, die etwas bedeuten. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwelche Namen zu nehmen, die vielleicht sogar verletzend sind. Wir haben auch einen kulturellen Anspruch an dieser Stelle. So. Und dann geht es natürlich in eine Dramaturgie rein. Man muss sich immer wieder fragen, so, was mache ich da eigentlich? Ich habe einzelne Phasen. Die habe ich auch bei einem Spiel. Weil da weiß ich, der Spieler hält sich so und so lange ungefähr dort und dort auf. Teil der Übung, die es gleich gibt. So, und gleichzeitig geht es darum, wie inszeniere ich das Ganze? Also der Blick über den Tellerrand zum Bereich Film ist unglaublich wichtig, denn das, was wir hier sehen, ist ein ganz, ganz klassischer Schuss-Gegenschuss. So, und wenn wir hier genau hingucken, hier oben haben wir eine Dialogsequenz, das andere ist eine Fechtsequenz. Da geht es darum, dass ich den jeweiligen Schuss-Gegenschuss entweder habe, was ich, wenn ich in der Verteidigung bin oder wenn ich im Angriff bin. Verbindung, Storytelling, Gameplay und Visualisierung kommen an der Stelle zusammen. Das Gleiche eben halt bei der Seeschlacht. Wie komme ich nah ran, dass ich eben halt große Schiffe sehe? Oder wie komme ich weit raus, dass ich einen Überblick habe? Hier kommen also die verschiedensten Anforderungen zusammen. Und deswegen muss man sich einfach, was ich immer wieder, mit den verschiedenen Medienformen auseinandersetzen. Filmemacher tun das auch. Die gucken auch gerne mal zur Literatur. Und jetzt habe ich noch ein paar schöne Beispiele von den Sachen, die meine Studenten gemacht haben. Damit man einfach sieht, wie schnell man eben halt auch da vorankommt. Bin nämlich sehr, sehr stolz drauf auf diese Truppe.
Die haben nämlich auch einige sehr, sehr revolutionäre Themen behandelt. Das, was sie hier gemacht haben, war eine echte Masterphase zu den Pigeons. Das war ein Jump-and-Run-Spiel, so ähnlich wie das Moon, wenn Sie so wollen. Und ich habe gesagt, so, das machen wir unter echten Entwicklungsbedingungen. Das heißt, wirklich mit einer Deadline arbeiten, virtuellen Prozenten, die sie theoretisch gekriegt hätten, wenn sie es verkauft hätten. Und das haben die durchgezogen. Die haben tatsächlich, ich habe glaube ich 12.15 Uhr gesagt und dann um 12.14 Uhr hatte ich die Sachen auf dem Tisch liegen, haben sie durchgezogen. Da kamen solche Sachen nämlich rein wie Projektmanagement. Denn es geht natürlich auch darum, solche Sachen, ich habe vorhin Zeit genannt, auch wirklich hinzukriegen in der Zeit und sich nicht zu verzetteln. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, ach, wir haben eigentlich ein Spiel fertig, jetzt haben wir aber ganz, ganz neue, tolle Idee, hauen die wieder rein und schmeißen alles andere um. Statt zu sagen, nein, ich bringe den Titel raus und baue es nach und nach um. Entweder mit dem nächsten Teil oder wenn ich ein Multiplayer-Game mache, einfach mit dem nächsten Server-Update. Sound und Musik zu verstehen, ist ganz, ganz wichtig. Musiker werden in der Games-Branche leider immer noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ich selber mache das so, dass ich sehr, sehr gerne von Anfang an mit Musikern und Sounddesignern zusammenarbeite. Ich schreibe selber auch immer grundsätzlich zu Musik. Das heißt, ich muss verstehen, wie funktioniert Musik? Was kann ich mit Musik machen? Wie kann ich damit inszenieren? Schönes Beispiel auch, wie halte ich jemanden in einem Raum? Ulrich Wanitschka hat hier ein Adventure gemacht von einem kleinen Mädchen, das versucht, an die Kekse auf dem Schrank ranzukommen. Das ist der einzige Screen, den es gibt. Sein Ansatz dabei war, das war brillant, man muss denken wie ein Kind. Das ist die Lösung, das ist der Schlüssel zur Lösung. Mehr verrate ich nicht, das Spiel gibt es zum Download. Gucken Sie rein, kann spannend werden. So. Der gleiche hat dann im Alleingang, da musste ich letztens bei einer Tagung der Games-Professoren so lachen, als es dann hieß, ja, für einen Shooter brauchen wir auch ein großes Team und dann eben halt 3 Jahre, um ihn zu machen. Er hat in seiner Bachelorarbeit im Alleingang in 3 Monaten selber ein Shooter-Szenario gemacht, von Scratch. So. Also wenn man weiß, wie es geht, kann auch was Schnelles dabei rauskommen. Dann braucht man nicht riesige Entwicklungsabteilungen, sondern kleine Entwicklungsabteilungen, bei denen die einzelnen Leute wissen, was sie tun. Nutzerführung muss man auch verstehen. Wie leite ich den Spieler an, indem ich ihm zum Beispiel Buttons anbiete oder Inhalte? Interface-Design ist ein ganz, ganz wichtiges Thema immer für Designer. Man muss natürlich auch verstehen, welcher Aufwand da drin steckt. So eine mittelalterliche Taverne oder eine Hafenstadt, die fällt nicht vom Himmel, sondern wenn da so ein dusseliges Fass irgendwo mit rumsteht, dann heißt das, das muss gemodelt werden. Das muss auch texturiert werden. Das heißt, da steckt Arbeit in jedem kleinen Detail. Dinge, die häufig nicht verstanden werden als die Zeit- und Geldfresser, die halt einfach da sind bei diesen Sachen. Und gleichzeitig geht es natürlich auch wiederum, wie visualisiere ich sowas in diesen Schritten? Hier haben wir es zum Beispiel bei einem Tauchspiel so gemacht, dass wir gesagt haben, so, wir fangen wirklich bei einer Grafik an und gesagt, so, das ist das Flair, was wir haben wollen. Was passiert? Wir brauchen irgendwie so Luftblasen, wir brauchen so die Kaustik-Effekte, eben halt diese Reflexionen vom Wasser, das kennen Sie alle. Wenn Sie schon beim Schwimmbad waren, haben Sie die immer an der Wand. Solche Sachen wollten wir immer haben. Das Spannende da ist, diejenigen, die das hier gemacht haben, haben verstanden, dass das genau das Gleiche ist wie im Flugsimulator. Etwas andere Werte in der Reibung, etwas anderes Bewegungstempo und schon wurde aus dem fliegenden Raumschiff ein Tauchboot. Tolle Sache. So, Pigeons hat eine Nominierung für den Deutschen Entwicklerpreis gekriegt. Da bin ich auch sehr, sehr stolz auf meine Studenten. Die haben wirklich ganz einfach auf dem Blatt Papier angefangen, haben es dann mit dem Gameplay ausgearbeitet, immer wieder konzeptionelles Denken. Das heißt, hier wird die Idee aufs Papier gebracht oder aufs digitale Papier. Und dann hat man eine Vorlage, an der man arbeiten kann. Hier sehen wir zum Beispiel Dächer. So, und diese Dächer haben die in einem Prototypen umgesetzt. Dieses ganze Dach ist tatsächlich nur 10 virtuelle Meter lang. Mehr gibt es nicht. Das war die erste Idee. Und dann haben sie gesagt, hey, funktioniert, ist cool. Und dann wurde das Ganze größer und größer und größer. Und dann landete dieser arme Vogel irgendwann in der Kanalisation, suchte seinen Weg nach Hause, musste über die Straßen Autos ausweichen, rollenden Cola-Dosen, die aus einem kaputten Automaten geschmissen wurden, musste den Weg zurück aufs Dach finden. Dabei ging es eben halt ganz, ganz deutlich darum, dass das Level-Design auch Environmental Storytelling ist. Und jetzt sehen Sie, wie die ganzen Sachen zusammenkommen. Level-Design fängt eben halt auch an, Geschichten zu erzählen. Das heißt, auch das kann man dabei eben halt nutzen, um seine Ideen zu visualisieren. Wir müssen nicht alles mit Texten machen, wir müssen nicht alles mit Dialogen machen, wir können sowas auch subtil vermitteln. Das fängt mit Außenbereichen an, die etwas dadurch vermitteln, wenn sie in Eis und Schnee liegen und eine geheime James-Bond-mäßige Bunkeranlage sind.
Oder wenn ich sage, ich will einen Wüstenplaneten haben, auf dem irgendwelche Raumschiffe landen. Das kann ich aufbauen, das kann ich systematisch vorantreiben. Und dann kann man eben halt sich auch mit den Editoren, den Werkzeugen auseinandersetzen. Und das haben wir auch für historische Szenarien benutzt. Was wir hier zum Beispiel haben, ist ein Spiel, Serious Games, für den Einsatz im Schulunterricht. So, 45 Minuten Schulstunde bedeutet, dass der Lehrer, Schüler kommen rein, fahren die Rechner hoch, letztendlich 10 Minuten hat, um tatsächlich effektiv an diesem Spiel zu arbeiten. Wir haben das Spiel so aufgebaut, dass innerhalb von 10 Minuten ein Lernzuwachs erfolgen konnte. Und auch da war natürlich Authentizität ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Uns war wichtig, zum Beispiel zu sagen, so, das soll realistisch sein. Das heißt, da hing Recherche dran, wissenschaftliche Recherche. So. Es geht auch im Bereich Story Design mit rein, das geht weiter eben halt in die historische Recherche. Wie funktioniert so ein Schwert? Die meisten hauen irgendwelche Fantasy-Schwerter irgendwo rein. Keiner weiß, wie sie wirklich funktionieren. Wenn sie ein Serious Game machen, müssen sie sich das angucken. Das haben wir gemacht für unser Spiel Rose of the Seas. Spielt zur Zeit von Queen Elizabeth, 100 Jahre vor der üblichen Piratenzeit. Das ist jetzt noch ein Dummy-Character, der mit drin ist. Und da geht's, das fängt in London irgendwo an und dann geht es eben halt langsam los in den Hafenbereich mit. So, und dann wurde eben halt überlegt, so, wie kann das alles systematisch aufgebaut werden. Und Sie sehen, das sind Dummies, die hier drin sind. Das sind Platzhalter. Schnell zusammengebaut. Man probiert aus, ob es funktioniert. Und dann arbeitet man an den anderen Sachen weiter. Parallel dazu baut irgendeiner dann die nächste Variante von dem Schiff. Das nächste Mal hat das Ding dann Takelage und dergleichen. Kommt mit rein. So. Mit Games, wenn sie denn eine eigenständige Medienform sind, und das sind sie, ist es aber auch möglich, jedes Thema zu machen, auch kritische Themen. Zwei meiner Studenten haben sich damit auseinandergesetzt, zum Beispiel zu sagen, der eine hat zu Anne Frank gearbeitet und hat gesagt, so, kann man das Leben von Anne Frank interaktiv darstellen? Ja, er hat es geschafft. Er hat eine sehr, sehr kritische, serious game Interpretation daraus gemacht. Der wichtige Punkt dabei ist, es geht bei Game nicht um Spielspaß, so wie das häufig gesagt wird, sondern es geht darum, eine interaktive Erfahrung zu vermitteln. Beim Film setzen wir uns auch Emotionen jeder Art aus. Wir wollen auch mal weinen beim Film. Das tun wir auch. Und was sie zum Beispiel gemacht hat, Verena Steffens hat sich zum Beispiel mit den Nürnberger Prozessen auseinandergesetzt und hat gesagt, so, wie kann man mit bestimmten Fragen umgehen? Wie kann man einer jungen Zielgruppe vermitteln, was damals passiert ist? So. Die Reaktion auf das, was wir machen, da haben wir mittlerweile aus der Branche, die sind sehr, sehr gut. Wir haben eben halt, das fängt an, dass die Gameforge gesagt hat, hey, cooles Ausbildungskonzept. Das gleiche eben halt auch von den Fortune Cookie Film Production, für die haben wir eben halt eine Action-Sequenz gemacht. Auch die haben gesagt so, okay, es ist ein anderer Ansatz, wie wir rangehen. Und das sagt für mich wieder, wir brauchen den Game Director in der Games-Branche. Wir brauchen diese kreativ leitende Speerspitze. Und das ist notwendig, dass wir eben halt gut ausgebildete Akademiker eben halt haben, die kritisch an alle Aspekte rangehen können. Warum? Weil diese Sachen zusammenfließen. Charaktere aus Games finden sich in Romanen wieder. Wir werden in 20 Jahren eine komplett Games-sozialisierte Gesellschaft haben. Was wiederum bedeutet, dass die Lesart von Games alle Medienformen mit beeinflussen wird. So. Und dabei ist Kritikfähigkeit eine unglaublich notwendige Voraussetzung. Kein Filmemacher würde das machen, was hier in der Games-Branche noch passiert. Eine vom Aussterben bedrohte Tierart als Gegner zu gehen. Das ist im Filmbereich in den 80ern schon nicht mehr passiert. Sie kennen Diane Fossey. So, bei Lara Croft gibt es das leider noch. Eins der großen Mankos, das ich an Lara stelle. So, ja, da danke ich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, würde ich mich freuen. Und ich sehe gerade, dass mein Kollege Axel Hoppe gerade kommt. Professor für Game Design an der MDH. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Hallo Michael. Hallo liebe Gamer, hallo liebe Studenten. Ja, ich habe mich ein bisschen verspätet, das ist das Problem, wenn man mal halt auch im Stau stehen muss, wenn man nochmal unterwegs gewesen ist. Ja, Michael, du hast schon darüber gesprochen, das Machen von Computerspielen. Was ist das für dich? Was ist für dich Game Design? Das würde mich mal interessieren. Darüber haben wir uns noch nie so richtig unterhalten. Game Design. Also,
einer von diesen ganz großen Schritten oder Prozessen, die eigentlich das ganze Ding ausmacht? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Was ist Game Design? Ich habe es ja gerade schon vorgestellt. Game Design ist von den Prozessen her eben halt das Regie führen, wirklich die kreativ leitende Speerspitze sein. Das ist eben halt der formale Aspekt. Aber was ist Game Design emotional? Game Design ist Kunst. Ich mache Kunst. Wenn ich so eine Sache, ich habe das Sacred-Beispiel gehabt, Sacred 1 war Kunst. Das war komplex, da war jeder Charakter abgestimmt auf die Region, auf diese Elemente. So, das ist der Ansatz. Jeder Filmemacher wird sagen, das, was ich mache, ist Kunst. Und ich glaube, das ist für mich Game Design. Ich mache Kunst mit einer interaktiven Medienform. Emotionen hast du angesprochen. Was ist für dich? Für mich Game Design? Ha. Für mich ist Game Design eine Galaxie. Eine Galaxie mit Sonnen, nämlich genau mit den Sonnen, die... Ha. Game Design geht los mit einem Urknall. Einer allerersten Idee, die man hat, einer Inspiration, die man im Kopf hat. Oder vielleicht auch ein Auftrag von einem Auftraggeber, das kann auch natürlich sein. Mach mal ein Spiel für das und das. So, und dann geht's weiter, dann kommen die ganzen Sonnen, nämlich die Idee, die man hat, die man entwickelt. Und um diese Sonne kreisen dann auch die ersten Produkte, nämlich das erste Treatment, was man schreiben muss und so etwas. Und das geht dann... über die Vision, die man entwickeln muss für das Spiel, wo es klarer wird, wo sich's verdichtet, genau wie bei dem Entstehen einer Galaxie und den entsprechenden Produkten dabei hin zu dem, was dann am Ende des Game Designs steht, eigentlich das Konzept. Und das Konzept hat eben auch seine Planeten, nämlich das Game Design Document, das Art Document, das Tech Document. Wie umfangreich ist das bei dir? Bitte? Wie umfangreich ist das bei dir? Sehr umfangreich. Ich finde, gerade Game Design muss gut geplant werden. Du hast gesagt, aber kommen wir zurück zu dir. Du warst gerade nicht da, das war jetzt gerade eine gemeine Frage, was ich gerade gestellt habe. Ich habe nämlich gerade gesagt, früher waren die Game Design Dokumente immer halt so 500 Seiten, weil man gesagt so, schreib mal alles auf. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen in der letzten Zeit damit gemacht, kürzere Game Design Dokumente zu machen und dann iterativ zu arbeiten. Das ist so ein Ansatz gewesen, der eine Verbindung daraus hat. Ne? Verdichtung, ich sag's Verdichtung, ja. Genau. Ja, also es kommt nicht auf die Länge an, es kommt auf die Qualität natürlich drauf an. Knackig muss es sein. Ja, bin ich bei dir? Bin ich völlig bei dir? Es muss was haben, es muss eine Seele haben. Ganz genau. Okay, aber weiterhin Game Design. Zu wissen, wie Spiele funktionieren, was waren für dich der... intensivste, emotionalste. Du hast gesagt Emotionen. Spiele sind Emotionen, hast du gesagt vorhin? Ja. Habe ich ein schönes Beispiel? Ja, habe ich. Oh, lass gucken. Wing Commander 3. Wer hat's gespielt? Streber. Also, kurze Szene. In Wing Commander 3 ist man auf einem Flugzeugträger. Man hat so ein Kriegsszenario. Man ist ein Raumpilot. Jetzt ist nur der Haken, dass man gerade für einen Verräter gehalten wird. Der einzige Freund ist ein außerirdischer Überläufer und alle anderen behandeln einen wie Dreck. So, das ist so die emotionale Situation. Jetzt passiert Folgendes. Irgendwann im Spielverlauf stellt man fest, dass der einzige Freund der wahre Verräter war und dass er schuld ist an dem Tod der Geliebten. So. Tolle Sache, was machen wir, was ich bei einem Actionspiel raus in die Raumschiffe, ab raus kämpfen. Ja, haben sie sich auch gedacht. Jetzt kommt der Haken. Wenn ich starte mit dem Raumschiff und versuche gegen den Verräter zu kämpfen, geben wir die Position preis und ein anderer von den Mitgliedern, die man langsam nach und nach näher kennengelernt hat, wird sterben. Oder ich nehme diese emotionale Energie mit und lasse ihn ziehen. Dann wird er überleben. Aber ich muss mich damit auseinandersetzen, dass ich den Verräter habe gerade entkommen lassen. Es war unglaublich toll gemacht, weil die Entscheidung wirklich an den Spieler abgegeben wurde. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage mal, wenn Game Design heißt, wir richten einen Spielplatz ein. Heißt aber auch, ich lasse irgendwann los und lasse die Leute auf dem Spielplatz spielen. Wir haben im Moment so eine Tendenz, dass es immer versucht wird, so Autoren aus dem Filmbereich in die Gamesbranche reinzuholen. Was nicht funktioniert, weil die schreiben dann solche Sachen, der Spieler macht jetzt das und das, macht er nicht. Der Spieler macht das, was er machen kann.
das, was wir ihm erlaubt haben, innerhalb des Rahmens. Und dann versuchen viele eben halt, den Spieler wieder dahin zu treiben, hinzuquetschen durch Anweisungen. Und ich halte es für viel besser zu sagen, ich mache ein offenes Szenario und ich gebe dem Spieler viele optionale Wege. Die Shooter sind immer ein schönes Beispiel dafür, denn da steckt unglaublich viel an Möglichkeiten drin, dass ich nämlich gar nicht so einen linearen Weg habe. Far Cry 1 zum Beispiel, ich habe die Szene in einem der Romane drin. Das war dazu gedacht, man muss irgendwie von A nach B zu einem Flugzeugträger über den Strand. Und wenn man über den Strand geht, dann muss man halt viel kämpfen, viel ausweichen und so weiter, sich ranschleichen. Soweit war der Plan. Das andere, was ich gemacht habe, war, ich habe mich in einen Jeep gesetzt, bin kreuz und quer da durchgefahren, durch den Dschungel nachher, über die Klippe hinübergebrochen, bin über irgendeinen Trigger gekommen. Dann kam die Meldung, vor dir muss jetzt der Flugzeugträger sein, sei vorsichtig. Ja, tolle Sache, brech da gerade durch den Dschungel durch, fall ins Wasser rein. Ich fand die Szene eigentlich James Bond-mäßig cool. Ne, so, hab's danach nochmal anders ausprobiert, bin durchgeschlichen, wirklich jeden Gegner eben halt dann auch bekämpft. Hab gesagt, nein, ich bleibe bei der James-Bond-Version. Weil ich das viel cooler fand, dass ich nachher mit diesem Wagen da reinklasse und jeder auf diesem Flugzeugträger alarmiert war. Und damit dann weiterzuspielen, mit meinen Entscheidungen weiterzuspielen, finde ich toll. Ja, sehr gut. Ja, zu spielen heißt eben zu erleben. Nicht zuzuschauen, zu erleben. Ja. Und zu lernen, immer zu lernen. Ja. Das ist eine große Sache, die ich eben immer so problematisch finde, wenn ich mit unseren geschätzten Kollegen, Pfeifer und Konsorten und so weiter, dann zum Beispiel zu tun hatte, die dann sagen, eben, Spiele machen blöd. Das ist Blödsinn. Spiele machen klug. Ich glaube, von Büchern hat man früher gesagt, wieso Buchdruck? Ein Buch reicht doch. Wie als Game Designer, was denkst du dir, wenn du Spiele planst, wie kriegst du den Spieler auf den goldenen Pfad? Nach welcher Art und Weise streust du die Brotkrumen, die ein Spieler aufnehmen soll, um wirklich eben auch die wichtigen Aspekte der Story, der komplexen Story, die du dir ausgedacht hast, dann auch wirklich erleben kann? Das ist ein Geheimnis. Nackenhaare. Ich habe einen Indikator, ob eine Sache gut ist. Und das sind solche Sachen wie, man kriegt feuchte Augen, man kriegt so Nackenhaare, die sich aufstellen. Da gibt es natürlich vorher konzeptionelle Ideen, dass man sagt, jawohl, man hat den Weg von A nach B und so weiter. All diese Sachen, die man damit auch mit reinschmeißen will. Aber in dem Moment, wo ich den ersten Prototypen anfassen kann, da hageln die ganzen Ideen rein. Deswegen auch, ich auch sage, dass das Modell nicht mehr funktioniert mit dem Projektleiter oder Abteilungsleiter kommt an und sagt, wir brauchen das und das. Das ist der Grund, warum ich sage, der Projektleiter hat erst eine Funktion als Produzent, wenn der Rahmen vom Autor und vom Game Director oder also vom Regisseurpart verlassen wird, dass ihm dann auf die Finger haut. Vorher hat er nichts zu sagen. Vorher hat er die administrativen Aufgaben zu erledigen, aber dient dem Projekt. So. Das bedeutet, ich muss kreativen Raum haben, um Sachen einfach auszuprobieren. Natürlich habe ich eine Vision, natürlich habe ich eine Idee. Das ist völlig egal, ob ich meine Prototypen nachher spielbar mache oder ob ich sie in Photoshop erstelle oder sonst irgendwas. Ich gucke drauf und ich merke, passiert da bei mir irgendwas oder passiert da nichts? Und wenn da nichts passiert, dann sage ich mir, okay, da musst du wohl nochmal ran. Da fehlt noch was. Irgendwas ist noch nicht cool. Ich suche irgendwie immer nach so einem coolen Faktor. Das ist... Da kommt natürlich auch dieses chaotische, künstlerische mit rein. Ich sage mal so, das ist wie beim Kochen oder wie beim Malen. Wir haben ja immer so Analogien. Ich habe früher mal einen Game Designer kennengelernt, der hat so eine Architektur-Analogie-Fimmel gehabt. Fand ich fürchterlich, weil das war alles tot, was der gemacht hat. Ich habe immer gesagt, so, ich will kochen. Ich habe die gleichen Zutaten wie alle anderen auch. Man gebe mir mittelalterliche Häuser, man gebe mir Pferde, und ich verspreche, es wird sich anders anfühlen, als wenn es irgendjemand anders macht, weil ich einen anderen Ansatz habe. So. Und das ist eigentlich genau das, was jeder Filmemacher auch macht. Gleiche Requisiten, gleiche Schauspieler, fühlt sich anders an. So. Und wenn ich das einsetzen kann, wenn ich da orchestriere letztendlich, dann bin ich wieder dabei, das ist ein Game Designer. Ich orchestriere. Ich nutze das, was da ist und ich schmeiße zusammen. Oder ich bin Koch und schmeiße die Zutaten anders zusammen.
präsentiere sie anders, eben halt schaffe ein ganz, ganz neues Erlebnis. Die Tomaten, die der Koch verwendet, sind die gleichen. Okay, dann eine weitere Frage. Du bist der Narrator, du bist der Geschichtenerzähler, der Geborene. Du schickst ja auch mal deine Geschichten herum. Also, wer Michael kennt, das ist wirklich sehr interessant, ihn auf Facebook auch zu begleiten und dann seine Geschichten dort zu erleben. Also, sind herzlich eingeladen. Ist das eine Ansage? Ja, zwei neue Projekte, eins zu Weihnachten, eins zu eins nächstes Jahr. Ja. Hm. Alles klar. Ich finde, eine sehr gute Sache, einen Spieler zu motivieren, ist, ihn auch in moralische und ethische Konflikte zu stürzen. Ja, durchaus. Kann man sowas planen? Also ich hab, ja. Also vielleicht ganz kurz dazu, mal so ein Erlebnis von mir an dieser Stelle, was so einen Konflikt angeht. Das endet dann gleich auch mit einer wichtigen Frage an dich. Wenn meine Studis im Oktober beginnen zu studieren, stelle ich ihnen immer eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Was ist dein Lieblingsspiel? Ich muss sagen, mein Lieblingsspiel und genau wegen dieser Konflikte, die dabei aufgetreten sind, glaube ich, war Ultima Underworld 1. Oh ja, großartig. Großartiger Titel. Erinnerst du dich an die Geschichte von Judy? Man kommt auf der fünften Ebene. Ja. Zu einer Zauberin. Die Tochter, Nein, die alte Frau, die alte Frau. Verwirrte Frau, die vollkommen traurig ist. Und sie sagt, ja, ich habe meinen geliebten Tom verloren. Er ist von Headless gejagt worden und ist in die Lava gegangen. Und ich kann mich nicht mehr an sein Gesicht erinnern. Das ist eigentlich alles, was man dann erstmal als Information bekommt. Und viel später, als man noch viel, viel tiefer in diesen Keller reingegangen ist, ganz weit vorangekommen ist, kommt man plötzlich so in eine vollkommen unbedeutende Szene hinein, wo man einen Typen aus dem Kerker befreit und zum Dank schreibt er auf ein Blatt Papier, ein Stück Pergament, einen Teil der Karte, den ich sowieso schon längst erkundet hatte. Und man dreht die Karte um und darauf ist ein Bild gezeichnet von einem Mann. Dunkle Ahnung. Könnte das ein Bild von Tom sein? Konflikt. Soll ich jetzt diesen ganzen verdammten Weg zurückrennen? Und das hat man damals gemacht. Da hat man keine Portale gehabt, um zu sagen, ich kürze jetzt ab oder ich kriege jetzt erst die Belohnung von der alten Frau, die ich vorher kenne. Sondern da hat man Sachen gemacht. Als wir jung waren, damals, oh Gott, ist das traurig, damals haben wir älteren Damen noch über die Straße geholfen, ohne dafür ein Goldstück zu kriegen. Heute macht der Spieler erst so, was kriegen dafür. Und das finde ich doof. Das ist etwas, was eigentlich, das werfe ich auch den Spielmechanikern immer vor, weil sie damit eigentlich Games versaut haben. Und da kämpfen wir auch immer so ein bisschen gegen an und wieder so ein bisschen Ethik und Moral und all diese Sachen mit reinzubringen. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir uns auch trauen, alle Themen anzusetzen. Ich weiß nicht, ob du da warst, als ich gerade sagte, dass zwei Studenten von mir Anne Frank und Nürnberger Prozesse bearbeitet hatten, interaktiv. So, und habe ich gesagt, doch, man kann das machen. Natürlich gibt es Reaktionen, wo wir sagen, das ist doch kein Game. Man könnte auch sagen, man dürfte sowas nie verfilmen. Ist für uns heute völlig normal, dass wir heute interaktive Museenerlebnisse produzieren, um einfach Sachen State of the Art zu vermitteln. So. Und für uns ist es auch völlig normal, dass wir uns die Dokumentation angucken. Warum nicht auch als Game? Unsere Zielgruppe ist Game sozialisiert. Das heißt, Game Design hat eine ganz, ganz andere Ebene. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, die Abteilungsleiter für Art, für Technik, für Musik und wie sie alle heißen, diktieren nicht dem Game Designer, was der zu tun hat, sondern der Game Designer sagt dem Abteilungsleiter Art, was seine Leute zu tun haben. Da haben die natürlich alle Schnappatmung gekriegt. Ich weiß nicht, du hast damals die Artikelserie auch gelesen, als ich es damals angesprochen hatte. Es gab trotzdem von einigen damals aus echten Entwicklern, wir müssen immer unterscheiden zwischen echten Entwicklern und denjenigen, die behaupten, dass sie Entwickler sind, sehr, sehr positive Reaktionen darauf, weil die nämlich gesagt haben, ja, das sind genau unsere Probleme. Leute, die reinkommen und sagen, wir wollen mal eben mitreden. Wir haben hier eine Vision, die ist auf dem Papier, fühlt die sich noch nicht ganz so an und dann kommt irgendjemand rein und sagt, das kann man so nicht machen, das wollen wir anders haben. Warum? Ist jemand, der gut darin ist, Geld aufzutreiben, qualifiziert zu beurteilen, was in ein Spiel gehört?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Er ist gut darin, Geld aufzutreiben. Zitiere ich immer Woody Allen, der immer sagte, man möge mir das Geld in der Plastiktüte auf dem Parkplatz geben und wir sehen uns zur Premiere wieder. Funktioniert. Setzt allerdings auch Vertrauen voraus. Und du hast es gestern gelesen, gestern oder vorgestern habe ich gesagt, so Kritikpunkt einer Gamesbranche ist zu wenig Vertrauen. Wenn ich mit Filmemachern unterwegs bin, dann sagen wir, hey, komm, lass uns einen Kaffee trinken gehen, wir tauschen unsere Ideen aus und man hat Respekt vor der Idee des anderen. In der Gamesbranche ist das tatsächlich ein Problem. Zu wenig Vertrauen vor dem, was Spezialisten können. Nicht nur Vertrauen fehlt, finde ich, aus meiner Sicht, also ich hoffe jetzt, dass ich die Publisher da nicht jetzt an den Karren fahre, aber Vertrauen ist die eine Seite natürlich, Vertrauen in die Idee, in die Vision, die jemand entwickelt hat für ein Spiel, aber dann auch den Mut, und das fehlt vor allen Dingen den Geldmachern, den Mut zu haben, dann dazu zu stehen, ja, das ist eine neue Idee, das ist bisher noch nie da gewesen, das ist zum Beispiel auch ein Setting, das hat es bisher nicht gegeben, mal nicht Zweiter Weltkrieg oder Panzer oder weiß der Fuchs was oder Steampunk, sondern... Oder hat sich vorher gut verkauft, wollen wir auch haben mit dem gleichen Umsatz. Ja, genau, ganz genau. Okay, Michael, aber jetzt zurück. Was ist dein Lieblingsspiel? Was ist dein Lieblingsspiel? das ist total, Es kann nur eins geben. Sag. Also dein Lieblingsspiel, das beste Spiel, was du jemals erlebt hast. Was glaubst du, welches es ist? Moment, du bist Geschichtenerzähler. Du bist ein... Du bist ein... jemand, der... Also, du bist jemand, der... Nehme ich an. So gut kennen wir es dann auch nicht, dass ich jetzt alles über ihn weiß. Du bist jemand, der garantiert kein Zwischenvideo wegklickt. Nein. Du schaust sie dir an. Ja. Du bist auch jemand, der jedes Pixel gesehen haben will in einem Spiel. Ja. Es ist ein Rollenspiel, dein Lieblingsspiel? War es mal. Ich bin mittlerweile ganz woanders angekommen. ich kann es auflösen. Bei mir ist die Reihenfolge tatsächlich gewesen, Wing Commander, das war für mich wirklich so eine Offenbarung. Endlich fliegen zu können, fand ich ganz, ganz toll. Dann natürlich die ganzen Rollenspiele, Ultima und Ultima Underworld. Ich habe irgendwann im Studium völlig überarbeitet, gesagt, ich brauche eine Auszeit. Als Student hat man kein Geld. Kennen meine Studenten, tut sich ja auch. Ich habe 2 Tage Cyberurlaub gemacht. Und wenn man weiß, was das früher für Monitore waren, dann sah das so aus, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt 48 Stunden in Ultima Underworld. Wenn mein Charakter Pausen gemacht hat, habe ich selber auch kampiert. Wenn der was gegessen hat, habe ich dann sozusagen meinen Snack da liegen gehabt. Ich habe dann gesagt, so, mache ich bis Abend, Sonntagabend 18 Uhr und danach lege ich mir ein paar Teebeutel auf die Augen, damit ich wieder was sehen kann am nächsten Morgen. Das war eine tolle Erfahrung. Virtueller Cyberurlaub. Hat funktioniert. Ich war total frisch am nächsten Tag. Also Ultima war schon cool, weil da viele kleine Story-Häppchen drin waren, Komposition. Dann bin ich aber gleichzeitig ein Strategiespieler. Ich spiele begeistert StarCraft, sowohl den Story-Part wie auch natürlich in den Ligen. Ich bin nicht sonderlich gut, da gibt es dann immer wieder welche, die wesentlich schneller sind. Aber trotzdem mache ich sowas ganz, ganz gerne. Also ich finde das immer wieder spannend. Was wollen wir beim Thema Lösen? StarCraft ist ein typisches Beispiel dafür, so wie finde ich Lösungsmuster? Ja, KI reicht mir nicht, ich brauche menschliche Spieler, weil menschlicher Spieler eben halt andere Lösungsstrategien hat. Und es gibt da auch viel, viel lustigere Situationen, was man dabei machen kann. Deswegen mag ich auch solche Sachen. Also ich habe das eigentlich ähnlich wie im Filmbereich, dass ich sage, so, ich habe nicht mehr den Lieblingsfilm. Wenn man mich früher gefragt hat, habe ich immer gesagt, so, Star Wars ist der Lieblingsfilm. Irgendwann wurde es dann durch den Herrn der Ringe abgelöst. Mittlerweile, was ist meine Lieblingsserie? Im Moment Supernatural. Ne? Also das ist sowas, es ist Herbst, da gucke ich mal Supernatural. Ne? Finde ich total cool. So, also das sind solche Sachen, die beeinflussen mich. Theater. Du hast noch nicht die Frage beantwortet. Nee, weiß ich. Was ist denn deins? Ich habe hier gerade auch ein paar Erstsemester von mir sitzen und denen habe ich gesagt, dass es
Ultima Underworld 1 wahrscheinlich gewesen ist. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Aber ich glaube, am meisten berührt, weil ich habe geheult wie ein Schlosshund wegen des Endes. Und vor allen Dingen, wie die Geschichte gelaufen ist, ja, war Final Fantasy X. Okay, ja. Ja, kann man auch. Oder fragen wir dann nicht nach dem Lieblingsspiel von dir, sondern welche Szene in welchem Spiel hat dich mal so berührt? Also ich gebe zu, ich habe geheult wie ein Schlosshund am Ende, nach der Auflösung, weil ich es nicht erwartet habe, weil ich diese Story, die erzählt wurde, immer gedacht habe, ja, ach, das geht jetzt so weiter. Ups, nein. Und das geht jetzt so weiter. Ups, doch nicht. Und dann eine Auflösung kam, die unglaublich war für mich. Jim Rayner rettet Kerrigan, fand ich total cool. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich bin StarCraft-Fan, ich kann es nicht ändern. Ich mochte das. Also ich habe das aber vorher eben halt auch schon gehabt, was Wing Commander hatte ich angeführt. Tatsächlich bei Wing Commander 1 fand ich es grandios, dass ich auch das Verlieren spielen konnte. Das hat nämlich am Anfang eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich wirklich so fliegen konnte, dass ich dann auch dann den anderen Pfad lang gehen konnte. Damals hatten Spiele ja noch mehrere Pfade, nicht nur einen eng produzierten. Und drüber, 5 Minuten drüber oder wir haben noch. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Und das fand ich toll. Ich fand bei Ultima 9, Ascension, ich fand das so übel. Man findet man hat in diesem Spiel nachher die Partnerin gefunden und dann stirbt sie. Fand ich grausam. Letztendlich stirbt sie halt mit dieser Himmelsbildgeschichte. So und so weiter. Also man wird wieder getrennt. Also solche Sachen gehen mir nahe. Also ich finde das toll, wenn das ausgelöst wird. Was noch? Was haben wir noch gehabt? Ich fand. Wie fandest du, wurde ja unglaublich kontrovers diskutiert. Final Fantasy VII. Hast du das gespielt? Die Eris. Ein Charakter, der eingeführt wird, unglaublich sympathisch, wahnsinnig schön, war mein Lieblingscharakter. Ich habe ihr die besten Items gegeben, die ich gefunden habe, und dann stirbt sie. Mhm. Sie wird getötet, sie wird ermordet, und zwar auf brutale Art und Weise. Muss ich gestehen, habe ich nur reingeguckt. Das ist so, Final Fantasy ist tatsächlich so ein Ding, das an mir immer so vorbeigegangen ist. Bei mir war immer so eine etwas andere Ausrichtung da noch mit da. Guckt rein, ja, okay, so und so funktioniert es. Das waren mehr solche Sachen, wo es dann bei mir eher tatsächlich um Spielmechanik und Storymechanik ging. Ganz wichtiger Punkt, Storymechanik an dieser Stelle, weil die Asiaten machen sowas natürlich ganz anders. Tenchu war ein Spiel, was ich total toll fand. Das ist ein Martial-Arts-Spiel. Da geht es darum, dass man ein Ninja ist und PlayStation 1 damals noch. Also, ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Also ich muss sagen, ich mag solche Sachen. Wenn da Sachen drin sind, die irgendwo so eine subtile Sache haben. Ein Punkt, den ich zum Beispiel ganz, ganz gerne mag, ist Reiten. In Daggerfall war es das erste Mal möglich zu reiten. Ich meine, wer meine Geschichten kennt, weiß, ich habe, glaube ich, gerade letztens gepostet, Save a Horse, Ride a Town. Ich habe immer irgendwelche Reitszenarien mit drin. Und das sind solche Sachen, das finde ich spannend. Ich brauche so dieses Gefühl von, dass ich Sachen anfassen kann. Sachen, die, egal was es ist, das Szenario inszenieren. Ich sitze gern in einer alten Kneipe, die alte Eichentische hat und lass mal so die Hand über den Tisch gleiten und fühle so dieses alte, aufgeraute Holz. Das ist das Flair, was ich von meinen Geschichten haben will. Das ist auch das Flair, was ich in meine Geschichten einbaue. Das ist dummerweise das Flair, das dann nicht jede administrative Instanz kapiert. Deswegen ich auch sage, mach deinen administrativen Kram, aber geh mir aus dem Weg. Es ist ein wichtiger Punkt dabei. Das hat mich zu diesem Paradigmenwechsel geführt, den ich eben halt von der Ausbildung her eben halt letztendlich anstrebe. Deswegen ich mal sage, wir brauchen einen Game Director, wir brauchen eine kreativ leitende Speerspitze, um einfach Ideen aus dem Kopf, aufs Papier und von dem Papier in die Umsetzung zu kriegen, damit man nachher auch ein Produkt hat, das nicht korrumpiert wurde. Und im schlimmsten Fall, wir gucken uns das Markenkarussell gerade an, bei dem hier gerade die Hutschnur hochgeht, im schlimmsten Fall vergewaltigt wurde. So. Denn das ist das, was mit Kunst auch passiert.
Ich habe die Frage immer noch nicht beantwortet, ne? Ich habe mehrere Titel genannt. Also Wing Commander, Ultima, StarCraft. So, jetzt hast du drei Titel. Zwischen dem Pendel hin und her. Darf ich auch noch Literatur angeben? Ja, natürlich. Und das andere ist Never Give Up, Never Surrender. Das mache ich immer so als Post-it fertig. Da sollen sich alle an den Schreibtisch hauen. Und ich habe das auf Fotos mal gesehen, als mir ihre Zimmer mal gezeigt haben. Einige haben es tatsächlich am Schreibtisch hängen. Finde ich immer ganz, ganz toll. Sollte ich vielleicht mal auf Facebook online stellen, die Dinger. Kannst du könnt das euch runterladen. Nein, aber es ist tatsächlich so ein Punkt. Das sind Sachen so, niemals aufgeben, Babys beschützen, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Und dann eben halt offen für alles sein. Nicht nur auf Games gucken, sondern guckt über den Tellerrand. Geht hinaus in die Welt. Ich habe damals bei Sacred, letzte Anekdote, dann bin ich auch fertig, sollten den Fluss machen, habe einen geraden Kanal gekriegt. Also, wann habt ihr das letzte Mal einen Fluss gesehen, einen echten Fluss? So, und dann ging es darum, ab raus in den Wald. Guckt euch mal eine Kuhwiese im November morgen an, früh morgens um 7 Uhr, wenn die Sonne gerade aufgeht, Nebel drüber liegt, Pfützen drauf sind, das will ich haben. Haben sie eingebaut. Fand ich ganz, ganz toll. Das war aber ein Weg dahin. Ne? Vorher war das Wiese grün, einfach. Also wirklich offen bleiben, alles genießen, alles aufnehmen, über den Horizont gucken, reisen, ist toll. Also solche Sachen machen und dann hin und wieder mal ein Game machen. Und vor allen Dingen natürlich auch Games, ich sage immer zu meinen Studenten, recherchieren. Ja. Recherche hatten wir. Ich finde das immer so charmant, die junge Dame hier vorne lächelt immer so schön, dann was ich, wenn das gleiche Thema auch kommt, was wir vorhin hatten. Also in diesem Sinne würden wir uns verabschieden. Ja. Und Game on! So. Axel, ich danke dir. Ja, hat Spaß gemacht. Das müssen wir wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gerne. Das war toll. Ganz herzlichen Dank auch, aber noch nicht ganz verabschieden, denn Sie sind ja jetzt dann noch, vielleicht möchten Sie sich selbst ankündigen, hinten in der Mediencampus Kaffee Lounge. Genau, ich hoffe, ich kriege auch gleich einen Kaffee. Ich mache jetzt gleich einen Workshop zum Thema Directing Games. Da geht es darum, ich entführe Sie gleich auf eine Raumstation. Also wenn Sie wissen wollen, wie Sie den Spieler gleich länger dort behalten, gucken wir uns das Ganze gleich an. Freue ich mich, wenn Sie gleich da sind. Also wer hier jetzt Lust bekommen hat, die Chance gibt es nicht jedes Mal. Hinten noch ein Workshop. Viel Spaß auf jeden Fall und Dankeschön. Danke.